Mein Name ist Sonja Ugen und ich bin Maître-Assistant an der Uni Lützebüsch. Mehr konkret bin ich Forscherin beim LUSAT, das ist der Luxemburg Center for Educational Testing, den nur baust, vor allem, wenn es eine Testentwicklung von den Épreuves standardisées bekannt ist. Die Épreuves standardisées sind Teil vom nationalen Schulmonitoring. Rezent haben wir noch eine andere Rolle an der Testentwicklung ausgebaut, und zwar die Entwicklung von diagnostischen Tester, die spezifisch auf den lützebäuerischen, mehrsprachigen Kontext zugeschnitten sind. Heute schaffen wir natürlich eine Kollaboration mit anderen Forschern von der Fakultät und den Bereichen Kognitions- und Neurowissenschaften, wie auch am Bereich Mehrsprachigkeit. Wir forschen vor allem am Bereich Mehrsprachigkeit an Lehren, wie auch Lehrstörungen. Wir machen sowohl Grundlagenforschung wie auch ganz applizierte Forschung. Was heißt das genau? Einerseits wollen Forscher verstehen, was am Gehirn geschieht oder welche Prozesse oder Strategien genutzt gehen beim Lehren, beim Verschaffen von Informationen oder beim Lesen von Aufgaben. Das Wissen, das hilft uns ja nur für die passenden Tester oder Testbatterien zu entwickeln. Das heißt, eine ganze Reihe von kleinen Tester an einem Bereich auszuschaffen, über die kann raus, wann was genau eine Person kann, aber was eine Person noch nicht kann. Ziel ist es dann nur, die passenden Hilfestellungen oder Trainings anbieten zu können. Auch machen wir sogenannte Interventionsstudien. Das sind Studien, an denen geguckt wird, ob die eine oder die andere Lehrmethode besser passt oder besser funktioniert. Sowohl die entwickelten Testbatterien wie auch die Interventionsprogramme stellen wir hier nur die Schulen oder die Professionellen um Terrain zur Verfügung. Ganz konkret schaffen wir momentan und drei Testbatterien mit dem Ziel, den Diagnostikprozess von spezifischen Lehrstörungen am Bereich Lesen, Schreiben, Errechnen hier zu Lützebüsch zu erleichtern. Das machen wir an Zusammenarbeit mit dem Centre pour le Développement des Apprentissages Grand-Duchesse Maria Theresa, dem CDA. Mehrsprachigkeit zu Lützebrück bringt viele Avantagen mit, weil er frei viele Sprachen ausgesetzt ist. Mehr im Bereich Diagnostik ist das eine große Herausforderung. Besonders, wenn es um Lehrstörungen geht. Zurzeit gibt es nämlich noch keine für den mehrsprachigen Kontext angepassten Testbatterien. Du weißt, es ist ganz schwer, den Unterschied zu machen zwischen einer spezifischen Lehrsteuerung und Sprachkompetenz. Anders gesagt, hat er keine Probleme, weil er Spruch, also Test und Unterspruch, nicht so gut beherrscht oder weil er keine wirklich eine Lehrsteuerung hat. Tester, die aktuell entwickelt gehen, sollen helfen, das froh zu beantworten. Hinter dem DIS-Forum 2016 ist ganz viel am Bereich Special Educational Needs auf der Uni Lützebüsch geschieht. So hat die Uni diesen Bereich offiziell als Forschungsmission am Vierjahresplan festgehalten. Da steht klar dran, dass die Entwicklung von Diagnostik- und Interventionsinstrumenten für den lützebüschischen mehrsprachigen Kontext eine Priorität ist. Das ist natürlich ein ganz umfassender Bereich. Um herauszufinden, wo die größten Bedürfnisse am Bereich Lehrstörungen sind, haben wir zusammen mit dem CDA 2018 das nächste Projekt an die Liebe gerufen. An diesem ist es darum gegangen, herauszufinden, wie der Diagnostikprozess aktuell aufläuft, wie ein Tester angesetzt wird, wie das Tester angesetzt wird und wo es Bedürfnisse gibt. Die Resultate von diesem Projekt wie auch weiteren theoretischen Hintergrund, gaufen am Handbuch Lernstörungen im multilingualen Kontext publiziert. Basierend auf die Resultate von der Studie haben wir zusammen mit dem CDA entschieden, für drei Testbatterien zu entwickeln an den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen. Das will also so getroffen gehen, dass Testbatterien den Diagnostikprozess von Lehrstörungen hier zu Lützebüsch unterstützen.
Als Ziel also den Diagnostikprozess zu erleichtern mit der Entwicklung von für Lützburg angepassten Instrumenten, für das Kinder möglichst frei angepassten Hilfe kriegen beim Lehren. In Zukunft also als Ziel dafür auch noch an andere Bereiche Diagnostikinstrumente zu entwickeln. Wenn es der komplexer Sprachensituation als Testentwicklung für so klein Land wie Lützburg am Vergleich mit dem Ausland mit extrem großem Aufwand verbunden. Dafür so mir alle Leute, die uns bei unserer Mission unterstützen, ein großes Merci. Und auch sind wir froh über alle Personen, die bei unserer Studie mitmischen.